geht aber ganz schön. Willkommen zurück zu einer Folge. So, ne? Wieso starte ich heute mein neues Auto? Ja, kommt doch fest. Ja, habe ich auch. Ich habe doch fest Freche gesagt. Achso, was Peter, hast du denn Peter, ja, ich wollte selber gesagt. Ja, nee, so ist gut, Peter, so ist gut. Ja. Nimm mich einfach mit ins Ziel. Wie leicht ist denn deine Karre? Oder wie stark die Autos hinter mir? Weiß ich nicht. Sepp steht gerade auf der Abschlussliste. Nein! Sepp doch, da! Boom, so nämlich! Er wurde auch hart abgeschossen. So, zurücksetzen. Da wollte ich gar nicht. Na, guck mal, jetzt steht Jay auf der Abschlussliste. Oh, Kacke, da ist der nächste. Alter, was sind das für scheiß Kurven hier? Ich hab extra was Kleines, fahren. Leichtes genommen, damit ich schnell wegkomme vom Pool. Ja, ich hab was Großes ätzend. Genommen, das war jetzt nicht so. Nee, Bram. Boah, da hab ich jetzt den zweiten erwischt, da tut mir leid, Zweiter. Schmucki. Schmucki erwischt. Aber Schmucki ist immer noch Zweiter. Oh, Schmucki wurde schon wieder erwischt. Das ist aber auch fies, ey. Oh, Schmucki. Und jedes Mal wird der Zweite erwischt, jetzt bin ich der Zweite. Bram, jetzt darfst du nicht mehr den Zweiten treffen. Nee, ich wollte den Ersten. Das ist ja das Ziel schon, den Ersten zu kriegen. Oh, so wie ja, jetzt, da. Dann, ja, das und dann, ich okay. Jetzt musst du bitte den Ersten jetzt Peter. Auch. Scheiße, das ist belastend. Ja, du musst dich zurückfallen lassen. Ja, ich muss Jay einfach bis zur letzten Runde vorlassen. Alle anderen sind mir egal. Der hat alles andere ist ein Unfall. Ach, Jay, jetzt klebt mal nicht so hier an meinem Hinterreifen, bitte. Ich dachte, da kommt Peter so sofort mit der Karre. Tunnel, oder? What? Ja! Aber. Tschüss, Peter! Das ist eine richtig gute Quote, die du da auffährst. Kurz drehen. Und Jay ist wieder am Schlüssel, okay. Nee. Jetzt schon. Nee. Oh, fuck. Boah, dann bin ich einfach durchgefahren. Boah! Man hat knapp! Alter. Tut mir leid. Oh, da ist Bram. Oder ich muss. Yes! Er hat sich für Jay entschieden. Nein! Sepp ist erster. Für die falsche Person entschieden. Nee, alles gut. Die Runden gehen uns aus. Ach was, zwei Runden noch. Alles gut. Alles gut. Zweifel hau ich Sepp einfach ins Nirvana, da hab ich doch gar keinen Skrupel vor. Ja, ich weiß. Skrupel, pass auf. Oh fuck, ich hab mein Nippel verloren! Nein! Oh! Jay. Jay ist einfach tot, gestorben bei seiner Hatten wir nicht letztens so eine Anfrage, hey, wollt ihr irgendwie so einen neuen Elite-Controller? Nein, da war kein Elite-Controller, normaler Controller. Der Nippel ist abgefallen. Ja, egal, irgendein neuer Peter, wo der Nippel nicht direkt abfällt, weil der 50 Mal um den Boden geklatscht wurde. Das stimmt, Jays Nippel fällt echt häufig ab. Weißt du, nein! Ich glaube einfach, dass die magnetische Wirkung da so ein bisschen nachgelassen hat mittlerweile. Na, jetzt ist... Sky Chaos. Ja. Der ist halt schon echt alter, Gott. Das ist noch der erste Elite-Controller. Das ist dann aber echt ein Nachteil von dem Elite-Controller, wenn das durch die Magneten gehalten wird. Die anderen sind ja fest. Ja, das ja stimmt. Aber dafür das kannst du die austauschen. Ja, super. Boah, der ist einfach an mir vorbeigefahren, der Klug. Ich tausche die nie aus, tatsächlich. Bei mir waren die irgendwann Bram, die kaputt ich gegangen. Ich hab mich auf dich verlassen. Das Gummi wurde porös. Porös? Bram, der ist direkt hinter dir. Ja. Ich hab mein Bestes gegeben. Trotz technischer Probleme noch Top 10. Was bist du für ein Versager? Wow, ich krieg mich jetzt einfach hier vor Ziel. Kacke, Mann. Ey. Oh, Peter, noch Vierter? Scheiße. Boah. Ja, kacke, ey. Ich wollte doch Bram kaputt machen, scheiße. Da können wir noch rein donnern. Rein orgeln, wie so ein achterarmiger Bandit, ey. Geil. Das ist jetzt belastend. Ei. Oh, jetzt bin ich kaputt. Herrlich. Ja, cool, hab ich noch einen Platz verloren. Ja, Nino spielt auch immer mit ihrem alten Xbox 360-Controller. Ich hab rechts. Boah! Ich wollte mich da nur umdrehen. Wie heißt die noch? Xbox One hieß. Xbox One, ja. Ja, brauchen wir noch so einen Stein. Cyberpunk fährt damit immer noch. Funktioniert halt noch gut. Ja, das ist halt beeindruckend. Der Cyberpunk-Controller war bei mir leider nach 3 Monaten schon Fritter. Ach komm, fickt euch. Oh, Junge, was mach ich denn für einen Sprung? Da war so ein langsamer Sepp im Weg. Okay, ey, ich bin einfach auf dich drauf gesprungen. Trotzdem trifft mich hier gefühlt jeder. Das ist ein krasser wie auf der Gamescom. Auf Kant, tippen! Ich muss mal kurz durch. Ja, moin, Alter, da warst du einmal vorne mit dabei. Auf Wiedersehen. Platz 14. Ich fühle mich irgendwie so, als wenn ich gerade im Kart-Event unterwegs bin. 17. von 20.
Hey, Salzmeister! Was soll die Scheiße? So heftig. Wir hatten Christian, du hast noch vier Runden. Kannst du alles holen. Wir hatten noch nur 12 Fahrer. Wie kannst du denn 17. sein? So schlecht war der jetzt auch nicht. Ja. Naja, ich wurde halt immer ausgedreht in jedem Rennen. Ja, das stimmt. Du hast ganz schön auf die Mütze gekriegt. Ja. Das war echt ärgerlich. Ich hab das Beste rausgemacht. Versuch gerade Nobody zu finden. Das ist der Größte. Oh Gott, was tut er denn? Ah, Leute, hier ist eine Kurve. Oh mein Gott! Alter, bist du mir geil in die Kamera geflogen. Heftig! Nice. Warum verliert der denn die Kontrolle, wenn der landet? Verstehe ich auch nicht. Kannst du den Satz nochmal auf Deutsch sagen? Warum mein Wagen die Kontrolle verliert, wenn er nach einem Sprung landet? Hast du wegen gelenkt? Dem Momentum. Bus! Also meistens darf man nicht gelenkt. Oh mein Gott. Ja, komm. Ja, das ist jetzt so, da kann ich nicht durchfahren. Das ist belastend. Fucken. Also auf einem anderen drauf zu landen, ist auch nicht empfehlenswert. Nein, ich bin ganz normal einfach. Nein, das ist mir gerade passiert. Schaden, hat nichts wenn mit dir einer auf den Kopf springt. Da habe ich nur über den nicht getroffen. So wenig. Chat hat das geschält? Ja. Peter, du musst aufstehen. Ich kann jetzt hier, ich kann jetzt nicht aufstehen. Ich kann nicht aufstehen. Ich bin ziemlich sicher, das ist wieder Rewe, Peter, da musst du hin. Ja. Nein, muss ich nicht. Ich verteidige meinen 7. Platz. Ich habe gestern das erste Mal bei Rewe bestellt. Das hat Finanzamt, Peter. Ja, das lasse ich erst recht nicht dabei rein. War. Das, was ich brauchte. Mal kurz so einen Anti-Finanzamt-Knopf drücken. Einfach so einen Hebel. Kostet eigentlich genauso viel, wie das, was du ersatzweise kriegst? Also das kannst du auch ablehnen, die Ersatznummer, ne? Und nein, ja, aber kostet das nicht. Der Ersatz kostet so viel, wie der Ersatz kostet. Am Arsch! Alt klar! Okay. Am Arsch. Ja, das war, glaube ich, deutlich teurer, was ich jetzt als Ersatz bekommen habe. Aber das musst du ja nicht annehmen. Das wusste ich ja nicht. Ich hab das nicht bestellt. So eigentlich habe ich nur 4 Teile bestellt. Ja, kostet 300 Euro. Nehmen Sie doch hier den Fernseher. Ähnlich war das. Ja, da habe ich einfach, da ist jetzt was anderes drin. Das ist aber genauso gut. Und ich so, ja, gut. Müssen hier rechts. Das wird in der App auch nicht angezeigt. Was ich heutzutage als Luxus bezeichne. Kann das sein? Ich muss nicht auf die Preise gucken. Gott, nee, ich hab die Preise ja auch nicht gesehen, das ist ja das Schlimme. Das ist ja nicht im Laden, dann hast du da irgendwie das Preisschild. Verstehe immer noch nicht, wie soll man überhaupt bei einem Supermarkt Sachen bestellt. In der Hand gedrückt und per Mail oder nee, so. Nee, hab ich beides nicht gekriegt. Ah, wenigstens kurz. Und in meiner App steht auch nichts, da steht immer noch der Originalartikel drin. Deshalb war ich ja so verwundert irgendwie. Ich habe jetzt auch nicht nachbezahlt oder so. Also ich glaube, ich habe einfach den gleichen Artikel bekommen. Ach, nein! Mann, ey, deine Mama macht mich, ey. Ja, samstags immer. Ach, fuck, ey, in der letzten Kurve jetzt hier, oder was? Oh Gott. Na ja, gut. Und dann hätte ich auch nachbezahlen müssen. Das habe ich ja nicht. Bin noch nicht verstanden. Oh Mann, ja, ey. War schwierig. Ich habe nie die Kontrolle gekriegt nach den Flügen. Oder du bist gestartet als letzter. Hinten? Nein, Bram, nicht nach links. Nein, bitte nicht ich nach links. Recht. Oh, was ein Glück. Ich bin eben als erster gestartet, das war auch nicht so. Es hat jetzt eine Rechtskurve, ich glaube. Rechts und links, rechts und links. Oh ja, sehr gut, Christian. Alter, die Crash. Muss nur auf die Map gucken. Elias, okay. Wenn du die ganze Zeit in mich reinziehst. Hier sage ich nochmal, wo es lang geht. Was war das denn jetzt? Aua! Alter, was passiert denn hier? Aua! Wieder Aua! Von Aua! 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 Okay. Aua! Ich glaub, ich Aua! Aua! Immer noch nicht zum Stehen gekommen. Ja, ich stehe jetzt. Ich habe noch 52 und bin 18. Oh, das war gut. 17. Ja, das ist richtig nice. Von 20 auf 4! Woo! Aber heute habe ich kein Glück einfach bei den Starts. Kann ich auch mit meinem fahrerischen Können da nichts mehr reißen. Nicht mehr von 20 auf 4. Oh. Warte, jetzt auf 3? Nee, auf 7. Oh, da ist Peter! Da ist Peter! Oh, oh. Zwei Reifen! Nein! In die falsche Richtung gefallen und dann stehen wir jetzt. Pluto! Boom, Skycow! Bram hat sein Ziel erwischt. Mulu-Wulle. Sorry, zwei Kanal. Oder so ähnlich. Ja, genau. Genau.
Ich kann mir Peter genau vorstellen. Ich finde das immer so geil. Weißt du, wenn du Leute hast, die dann in dich hineinziehen und du dich dagegen erwehren kannst, du denen kurz einfach mal den Vorsprung gibst, ja, und dann in der nächsten Kurve sie komplett wegfickst. Weil sie so halt am Anfang gezeigt haben, oh, hier, kommst hier an mir vorbei, Arschloch, ja, am Arsch. Nein, so nicht, mein Freund. Arsch. Ja, so nicht erwischt. Ja, aber das macht nichts. So, du musst den aber auch nicht erwischen. Erst in der letzten Runde. Raum. Nee, ich will den jetzt erwischen. Nee, das finde ich aber scheiße. Mach es tü smoke. Du wirst es langsam machen. Boah, von letzten Platz auf ersten wäre mega geil. Buh! Okay, vom letzten Platz auf ersten, zumindest für kurz. Bis Bram mich erwischt. Bram erwischt nicht jede Runde. Oh Gott, Salzmeister! Oh nein! Er hat nochmal gezogen, Mann. Und dann habe ich ihn gedreht. Oh, Schweine vorbei, alles gut. Mach gut, Matt, weiter. Du fährst einfach an Peter vorbei? Ich habe meinen Bruder umgebracht. An denen, die hinten sind. Oh Gott. Darf ich mich kurz. Nee, da verstehen wir wieder. Jawohl. Als ob wir das will. Okay. Komm, Bus! Wo ist er denn? Kommst da du, ist er. Hier bin ich! Okay. Ziehst nach links. Nee, ziehst nach dein links. Scheiße. Ich hab nur das gemacht, was du gesagt hast. Ram, das muss jetzt laufen hier. Ich verstehe das. Also die Beschleunigung von dem Sunrise Super ist ja echt... Das ist der ältere Peter, meine ich. Was hat er gemacht? Jawohl! Autsch. So nämlich. Aber das war nicht gut genug. Nobody. Ja, das war nicht gut genug. Ich bin nur noch Zweiter. Ja, aber Zweiter. Nicht hier bei jetzt mir. Jetzt habe ich da oben geguckt und da habe ich mich voll gedreht. Scheiße. Also ich kurz vorbei. Ja. Okay, Peter, was bist du jetzt? Jetzt bin ich nur noch Dritter. Nein. Und jetzt? Immer noch. Wer ist hinter dir? Ella, oh Gott, jetzt sofort nicht mehr. Alter, ja. Oh, okay. War zu knapp. Nein, es war Peter! Mehr wollte ich gar nicht. Vielleicht noch Erster werden, aber ja, erstmal vor Peter. Ja, nicht hier reinstechen. Mhm, genau das sind diese Leute, die ich dann immer abschieße dann in der nächsten Kurve. Ja, no, nobody. Okay. Das sind die Leute, die ich dann halt auch einfach immer abschieße. Wenn sie ich habe einfach meine Kurve genommen. Du bist nach innen gezogen, als ich schon da war, um mich abzudrängen. Feinde. Peter, ja. Das sind so die Leute, die du dann halt einfach denen das lernen musst, dass sie nicht mit dir spielen sollen. Schön, Nobody. Okay, ich spiele jetzt nicht mehr mit Jay. Oh. Hab ich gelernt. Oh, dass sie nicht mit meinem Autoleben spielen sollen. Komm, den kriegst du noch. Gucken wir selbst. So, natürlich ich in der Buh. Nein, wie klar. Aber kurz von letzter auf erster. War schön. Oh Mann. Dritter. Vor Peter. Reicht mir. Ah, das war okay. Sehr gut. Ich bin auch noch zufrieden mit Platz 6. Mal hier rein. Platz 6 ist okay. Hey Peter, wo bist du denn? Peter hätte auch noch, Peter hätte auch noch das Rennen beenden können, wenn er mich durch hätte. Ich bin mir keine Schuld bewusst. Ich hätte dich gerne wie hinter mir noch gesehen. Alles klar. Ha! Fuck you! 5 Plätze in der letzten Runde noch. Nice, Christian. Nice. Trotzdem alles Wichser. Jetzt sag ich ja, Christian. Das kriegst du halt wieder raus. Nie den Kopf in den Sand stecken. Nie den Kopf in den Sand stecken. Da kommen die Letzten! Wer ist denn der Letzte? Ja, Bram fährt noch. Ja, die Letzten, die Ziele, die ja wirklich überqueren werden. Ja. Na gut, dass ich Bram bin. Lucky Nils da vielleicht noch? Einer, oder? Da kommt noch einer, Bram. Ah, jetzt! So nämlich. Nice. Na guck mal, Eliados aber auch verdient gewonnen. Guck mal hier. Ja, kann mir mal jemand gefahren. Erklären, wie man ein Auto auf 700 bekommt? Holy was? Shit. 700 hat der vierte Nobody. Hat 709. Das ist so ein, ich glaub, das ist ein Fehler, ein Anzeigefehler, ja. Oder? Oder ein Cheater. Nee. Also das sind nicht ausgeglichene Autos, die 700. Ja, aber gut, der ist ja trotzdem keine krassere Zeit gefahren. Hat der vielleicht so ein riesiges Ding? Immer noch 700er Bulldog. Das ist doch voll die hässliche Karre. Gibt einen Motor. War das eigentlich die dritte? Das war die dritte, Peter. Oh, und die letzte. Okay. Dann würde ich mal sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen hier bei einer neuen Folge Wreckfest. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Tschüss.